So, willkommen zum heutigen Chaos-Treff und willkommen zur chaotischen Viertelstunde. Ich erzähle heute etwas über, brauchen wir mal eine Überschrift. E-Fail. Wer hat was von E-Fail mitbekommen? Okay, wer hat noch nichts von E-Fail mitbekommen? Alles klar, okay. Sehr gut. E-Fail ist diese neue geile Sicherheitslücke, die jetzt letztens, wann war das? Montag? Die Montag rausgekommen ist und Wellen geschlagen hat. Und die Frage ist, was alles eigentlich genau passiert. Also was sozusagen historisch passiert ist, da ist so ein Typ auf Twitter gewesen und der hat gesagt, wir haben da eine Sicherheitslücke gefunden und alle verschlüsselte E-Mail ist jetzt in Gefahr. Und die EFF hat er hat aber gesagt, was das für eine Lücke ist, sagen wir nicht, das sagen wir erst morgen früh um 7. Dann hat die EFF eine Warnung rausgebracht mit E-Mail ist kaputt und E-Mail-Verschlüsselung sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig mit sein, da ist eine Frage. Was ist die EFF? Die Electronic Frontier Foundation, eine amerikanische Bürgerrechtsorganisation, die einen recht guten Namen hat in Sachen von alles, was irgendwie mit Bürgerrechten zu tun hat und auch Material macht für E-Mail-Verschlüsselung und Lobbyismus für Bürgerrechte und so Zeugs. Die haben eine Warnung rausgegeben, dass man vielleicht mal für so einen Tag seine E-Mail-Krypto abschalten sollte, bis wir am nächsten Tag wussten, was da genau eigentlich Phase ist. Dann gab es noch die Süddeutsche. Die Süddeutsche hatte offensichtlich einen Investigativreport zusammen mit den Wissenschaftlern. Da waren wohl irgendwie Reporter von der Süddeutschen, waren bei den Wissenschaftlern und haben denen sozusagen über die Schulter geschaut, wie sie diese Lücke gefunden haben und aufbereitet haben und so und dergleichen. Die Süddeutsche hatte offensichtlich von diesem Embargo, wir warten bis nächsten Morgen 7 Uhr, nicht so viel mitbekommen und hat ihre komplette Reportage einfach schon am selben Abend online gestellt. So viel zum Thema Embargo, da war es halt vorbei. So, was ist eigentlich genau passiert? Was eigentlich genau passiert, dazu müssen wir uns mal kurz überlegen, wie eigentlich E-Mail funktioniert. So, wir haben dieses E-Mail und so eine E-Mail. So eine E-Mail sieht irgendwie so aus. Wir haben... So eine E-Mail ist so eine Textdatei, die ich durch die Gegend schicke. Und diese Textdatei sieht irgendwie aus, ich habe oben die Header, zum Beispiel from ist dann irgendwie ich, at bla.blub. Und dann habe ich irgendwie den to-Header, das ist der Adressat, das bist du, at b.b, weil ich faul bin. Und dann gibt es noch andere Header, wie zum Beispiel subject. Subject ist irgendwie er, sie, es. Und dann gibt es noch andere, zum Beispiel Datum, Deliver to, whatever. Und dann kommen so ein bisschen, dann kommt so nix, so zwei Zeilen nix und dann kommt irgendwie der Text. Text oder Mail-Button. Und das ist eben der Text, der einem dann im E-Mail-Client angezeigt wird. Jetzt kann man sich irgendwie überlegen, naja, das ist irgendwie, E-Mail funktioniert so mit ASCII-Text, das heißt irgendwie chinesische Mails sind schon mal grundsätzlich ein Problem, arabische auch, deutsche auch, weil Umlaute nicht wirklich im ASCII-Zeichensatz vorgesehen sind. Und das heißt, das geht dann irgendwie allen Stellen kaputt und man kann auch keine Anhänge verschicken, denn wenn ich irgendwie eine Binärdatei an diese E-Mail anhänge, dann wird mein E-Mail-Client mir die anzeigen, dabei sterben und dann funktioniert überhaupt nichts mehr. Und deswegen hat man sich gedacht, naja, wäre irgendwie schon schön, wenn wir irgendwie so Anhänge machen könnten. Und deswegen hat man sich überlegt, ja, dann machen wir das mit diesem E-Mail mal ein bisschen anders und hat die Multipurpose Internet Mail Extension erfunden, kurz MIME. Da wundere ich nie. MIME. Und was die machen ist, naja, die bereiten halt diesen E-Mail-Text ein bisschen anders auf. Die fangen nämlich diesen E-Mail-Text irgendwie an mit na, mein Version, also irgendwie mein Version 1.0, 1.0 super, und dann sagen sie irgendwie Content Type und der ist zum Beispiel Text und dann kommt irgendwie mein Text. Ich kann aber auch sagen, irgendwie, das ist sowas wie
Multipart mixt, brauche ich hier Platz und gebe noch irgendwie zusätzlich eine Boundary an, die nenne ich jetzt mal Foo. Und dann kann ich irgendwie sagen, ich beginne das irgendwie mit zwei, der Standard sagt, ich beginne das mit zwei Minusen, dann schreibe ich die Frontier Foo, die Boundary Foo und sage, das ist jetzt sozusagen mein erster Abschnitt, mein erstes Ding, das ist irgendwie Content-Type, Content. Und dann mache ich das, was ich hier auch machen kann, sage nämlich irgendwie Text. Plain. Und ich kann irgendwie auch sagen, ich habe dann, und dann kann ich irgendwie Text reinschreiben und dann kann ich irgendwie sagen, nochmal Doppelminus, puh, wieder meine Boundary, dann sagt der Standard, okay, wenn das nächste Mal dieses Doppelminus und dann die Boundary ankommt, das ist sozusagen der nächste Abschnitt, ja. Wenn es im Content vorkommt, dieses Escape? Das ist eine gute Frage, das muss ich nachgucken, habe ich leider gerade keine Ahnung, aber irgendwie. Hoffe ich. Das ist nicht Base 64. Das ist eigentlich alles Base 64. Ja, Base 64 klingt nicht so schlecht. Ach, die Blöcke dazwischen sind Base 64? Nein. Nicht notwendigerweise. Es kann einfach sein, dass gesagt wird, wenn du die Boundary mit drin hast, dann benutzt du eben nicht Text Plain, sondern benutzt irgendwas anderes. Wie gesagt, habe ich nicht nachgeguckt, habe ich keine Ahnung. Genau, aber im Wesentlichen, es kommt dann die nächste Boundary, dann kann ich irgendwie wieder sagen, Content Type ist gleich zum Beispiel Text, wieder Text Plain. Ich kann auch irgendwie sagen, das ist Audio oder sonst was. Ich kann auch ein Content-Transfer-Encoding setzen. Content-Transfer-Encoding setzen und sage zum Beispiel Base64. Und was der dann sagt, ist quasi, okay, wir haben irgendwie hier den ersten Abschnitt, der ist irgendwie Text-Plain, den kann ich direkt anzeigen. Der nächste Abschnitt ist irgendwie auch Text-Plain, aber Base64. Dann geht euer E-Mail-Client hin und sagt, okay, das kann ich so anzeigen, das ist offensichtlich Base64, das schiebe ich einmal durch den Base64-Decoder durch, batscht das dann hier dran, kann ich dann mit anzeigen und dann mache ich irgendwie Doppelminus Foo, nochmal ein Doppelminus und wenn quasi die Boundary mit einem Doppelminus davor und einem Doppelminus danach kommt, ist es zu Ende. Was ich auch machen kann, ist, ich kann dann irgendwie weitere, ich kann wie gesagt Audiodateien, Videodateien anhängen und wenn dann der E-Mail-Client sie halt nicht anzeigen kann, sagt er halt, kann ich nicht anzeigen, ist wahrscheinlich ein Anhang oder so. Und dann kann ich die Datei irgendwie runterladen. Und auf diese Weise können wir etwas tun, was wir in der Ursprungsversion nicht machen konnten, nämlich zum Beispiel Anhänge verschicken. Oder auch eben vermischten Stuff verschicken. Was wir zum Beispiel auch machen können, wir können zum Beispiel Content-Type PGP-MIME setzen. Dann weiß der Mail-Client, ah, das ist offensichtlich PGP-MIME. Das reiche ich mal irgendwie an GnuPG durch. Der dekryptet mir das und kriege ich irgendwie den Plaintext zurück. Kann ich hier mit dran tackern und kann irgendwie sagen, dann steht irgendwie im Text-Plane steht irgendwie Hallo. Und dann kommt der Ciphertext und dann sagt mein Mail-Client mir Hallo und dann steht der Plaintext dahinter und ich kann es lesen. Das ist wie MIME funktioniert. So, das ist jetzt eine spannende Erkenntnis. Lass uns also über etwas ganz anderes reden. Es gibt da so einen anderen Standard, der nennt sich HTML. HTML ist so eine Auszeichnungssprache, mit der haben wir Webseiten gebaut und dann haben sich Leute gedacht, wir können mit HTML Webseiten bauen, die sehen dann voll fancy aus. Wir wollen auch E-Mails bauen, die voll fancy aussehen. Lass sie uns doch in HTML schreiben. Und dann haben Leute halt angefangen, irgendwie HTML für E-Mails zu benutzen. Und in HTML, wer hier spricht HTML? So ein paar Leute, okay, alles klar, dann werde ich fürs Video kurz nochmal das Ganze nochmal kurz wiederholen, für den Fall, dass das jemand tatsächlich nochmal schauen sollte. In HTML gibt es so Dinge wie zum Beispiel den Image Tag. Ich kann sagen, das ist jetzt ein Image. Und das hat eine Source und die Source ist www.hans.wurst/käse.jpg. Und damit würde sozusagen diese E-Mail, wenn ich da jetzt sozusagen ein Image-Tag reinschreibe, also eine Website, hat dann hier halt so ein Bild. Und so eine E-Mail hat halt auch so ein Bild. Was? Anführungsstrich. Ja, richtig, du hast recht, ich muss auch noch Striche machen. Naja. Und genau. Vielleicht ist das ein Teil. Richtig, ja, ihr seht, ich schreibe HTML relativ häufig. Genau, und dann taucht irgendwie in meiner Website taucht dann hier ein Bild auf, das irgendwie von www.hanswurst/käse.jpg runtergeladen wird. Oder in meiner E-Mail kann dann so ein Bild auftauchen, käse.jpg, das ich dann nicht mal mit verschicken muss, weil es ja quasi extern nachgeladen wird.
Ich meine, wir schreiben ja mittlerweile ganze Applikationen in HTML. What could possibly go wrong? Ja. Auftritt Kombination aus beiden. Stellt euch jetzt Folgendes vor. Wir schreiben eine MIME-Mail. Und diese MIME-Mail sieht folgendermaßen aus. Wir eröffnen das Ganze natürlich mit einem Bild. Also wir sagen irgendwie hier minus foo. Ich lasse jetzt mal irgendwie die Content-Type-Dinger weg, aber das erste ist irgendwie plain. Und da schreibe ich irgendwie rein. Image, Source, Quote, das kommt hier meine URL rein. Weil ich dumm bin, habe ich die vergessen. Dann habe ich die mir natürlich verschlüsselt. Also ich wollte eigentlich da so einen Image-Header machen. Ich wollte ja eigentlich so einen schönen Image-Header machen, der quasi über meiner verschlüsselten Mail ist, damit die irgendwie voll fancy aussieht. Und dann kommt irgendwie, jetzt kommt das PGP-MIME, hier kommt der Ciphertext rein. Und dann am Ende fällt mir aber noch ein, ich habe ja diesen Image-Tag noch nicht zugemacht. Also hänge ich noch mal eben kurz einen MIME-Part mit einfach Text Play hinten dran. Wir wollen ja gründlich sein, ne? Wir machen den Image-Tag einfach zu. Was passiert jetzt? Jetzt geht mein E-Mail-Client hin und sieht, das ist der erste Multipart-Teil, das ist irgendwie Text-Plan, kann ich so anzeigen. Das ist der zweite Multipart-Teil, das ist ja GPG, das reiche ich mal irgendwie an GNU-PG durch, das entschlüsselt das und dann habe ich einen Plain-Text, den kann ich mir reintun, den kann ich hin dran babschen und dann, dann habe ich noch diesen Plain-Teil, den kann ich auch, das ist ja Text-Plan, den kann ich auch mit dran tun. Das heißt, was dabei rauskommt, ist Image-Tag, Source is Quote, dann kommt unser ganzer Ciphertext, Quote, Tag zu. Plaintext. Ist halt Plaintext, ne? Ja. Kann ich machen. Und das wird mir dann halt so angezeigt. Ja, jetzt haben aber Leute gesagt, irgendwie ist es für voll fancy, wenn wir irgendwie, ich hatte erwähnt, man muss irgendwie, wenn man das so macht, dann wird dieses Bild irgendwie von außen nachgeladen. Es wäre ja voll fancy, wenn ich mit so einer E-Mail nicht einfach alle Bilder mitschicken muss, dann werden die E-Mails ja voll groß. Stellt euch vor, ich will irgendwie so, ihr kennt doch diese Website mit so einem Video im Hintergrund, ne? Stellt euch vor, ihr wollt so ein Video im Background haben, das wollt ihr per E-Mail nicht mitverschicken, da hasst euch euer Mail-Administrator. Und deswegen sagt man einfach, okay, die können wir, ist ja HTML, die können wir einfach von extern nachladen. Das heißt, unser Mail-Client geht jetzt hin und sagt sich, ah, das ist eine HTML-Mail, die behandle ich mal wie eine Website und die rendere ich dann mal. Und dann sieht die Rendering-Engine, oh, hier ist ja so ein Image-Tag mit einer Source und die Quelladresse ist offensichtlich, naja gut, ich habe ja noch offensichtlich irgendwie meine Adresse eingegeben. Meine.adresse / Fragezeichen oder einfach nur /Chatte. Und dann offensichtlich liegt ja das Bild, was ich hier einbinden möchte, unter www.meineadresse/ der ganze Ciphertext, und hier geht ja der Image-Tag dazu, das heißt, der Mail-Client geht munter los und sagt, okay, die lade ich mal runter. Ich stelle mal an meiner Adresse einen Request mit dem HTML-Pfad Plaintext halt. Und damit liegt halt in den Logs von dem Server, der unter www.meineadresse lauscht, liegt halt dann der komplette Plaintext und das ist halt irgendwie nicht so geil. Ja. Haben URLs nicht eine limitierte Länge? War doch irgendwas? Nein. Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Die meisten Browser machen irgendwie so ein paar hundert Zeichen, dann ist Schluss. Genau. Aber das kann man nicht. Länge. Och, das geht nicht. Ich glaube auch, das geht bis in die Tausende. Nee, es gibt ein bisschen mehr. Okay, wie lang ist die? Das ist relativ lang. Achso, also das ist nicht Teil des HTML-Standards, aber dann in HTML gibt es für die Pfade maximale Länge. Ich glaube, die Browser machen mittlerweile alle so eine künstliche Limitierung, weil man damit irgendwie so einen DDoS auf den Rechner fahren kann. Das kann auch sein, dass die gar nicht standardisiert ist. Also das, was ich im Kopf habe, ist zur Größenordnung 2000 Bytes. Ja. Okay. Gut, wenn mir das nicht lang genug ist, dann mache ich halt einfach aus dem Pfad ein Get-Request und dann schiebe ich das ganze Kram halt einfach als Get-Parameter da rein. Damit gibt es da auch Limitations drauf? Ich glaube nicht. Auf Get-Parameter? Das ist Teil der URL. Achso, okay. Okay, das ändert das nichts, dann kann ich zumindest irgendwie keine groß angelegten Anhänge exportieren, aber für den meisten Text sollte es trotzdem reichen. Ja? Das heißt, vorher wird es entschlüsselt und dann.
Genau, also PGP wie vor HTML sozusagen. Genau, also die Variante ist, erstmal läuft das sozusagen in deinen Mac-Client rein, der sieht, das ist MIME, jetzt mache ich mal irgendwie den MIME-Encoder da drum weg, und danach hat er sozusagen die fertige, nachdem der MIME-Encoder mit dem Ding durch ist, hat er die fertige Message, so wie sie eigentlich intendiert war, sie darzustellen, und dann wird das an den Renderer gegeben, der es dir anzeigt, und der Renderer sagt, das kenne ich, das ist HTML, das mache ich jetzt. Und dann ist halt vorbei. Also vorbei, weil du es dann siehst, und dann ist auch schon zu spät. Genau. Ja, und damit ist eben der Ciphertext wunderschön raus. Das funktioniert bei GNU-PG im Prinzip. Das funktioniert bei S/MIME noch viel mehr, denn S/MIME, also GNU-PG ist dieser Verschlüsselungsstandard, den sich Leute ausgedacht haben, weil sie Privatsphäre haben wollten. S/MIME ist dieser Verschlüsselungsstandard, den sich Unternehmen ausgedacht haben, weil sie zertifizierte Krypto brauchten. Ihr seht schon am Namen S/MIME, S/MIME funktioniert nicht ohne MIME, das heißt, der Angriff ist ein bisschen schwierig zu mitigieren. Was ich nämlich einfach machen kann, da ist eine Frage. Das hat mit der Verschlüsselung jetzt erstmal nichts zu tun, oder? Das hat mit der Verschlüsselung überhaupt nichts zu tun. Das Problem ist, dass die Verschlüsselung halt abgehandelt ist, bevor dieser HTML, also das im Wesentlichen damit sozusagen im HTML-Renderer was ausgenutzt wird, nachdem der Decryption-Schritt schon komplett durch ist. Die Krypto ist immer noch sicher, aber sie ist halt nicht mehr da. Und das ist das Problem. Genau, und dann bei S/MIME, die Autoren von dem Paper haben es wohl ausprobiert, und was man natürlich machen kann ist, zum Beispiel, wenn man stelle sich vor, man ist die NSA, man hat sowieso alle E-Mails, die sind aber verschlüsselt, naja, man geht halt hin und schickt jemandem einfach eine dreiteilige MIME-Message. Erster Teil ist irgendwie das hier, also www.nsa.gov werden sie natürlich verwenden. Naja, wahrscheinlich werden sie natürlicherweise nsa.ru verwenden, damit sie den Russen in die Schuhe schieben können. Aber das ist eine andere Baustelle. Und dann tackern sie halt die verschlüsselte Mail hier rein und dann machen sie halt am Ende das Ding zu. Und offensichtlich scheint es so zu sein, dass man, wenn man da so S/MIME-Kryptext hat, kann man einfach 500 von diesen S/MIME-Dingern aneinander tackern, macht am Anfang irgendwie diesen Image-Tag auf rein, am Ende diesen Image-Tag zu rein. Und wenn dann bei demjenigen, der es kriegt, eine Software installiert ist, die sich einfach automatisch um das Decrypten von Mails kümmert, einfach weil es ja convenient ist, werden die halt alle decryptet, zusammengesetzt und wutsch, sind die alle raus. Paar Dumms. Dumm gelaufen. Ja. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann bekommt in dem Fall, Beispiel NSA, nur das, was sie selbst verschickt haben. Wo ist der Vorteil? Der Vorteil ist, Sie haben vielleicht die verschlüsselte, wenn wir verschlüsselt kommunizieren, dann sitzt die NSA vielleicht an den Schaltstellen, aber sie sieht immer nur den Ciphertext. Was sie jetzt macht ist, sie nimmt sich diesen Ciphertext, den sie abgefangen hat, der an dich ging, macht hier Image-Tag auf, macht hier Image-Tag zu, tut den Ciphertext da rein, der kommt bei dir an, deine Software geht hin, dekryptet das, baut diese Website und von deinem Rechner telefoniert dann dein Mail-Client den jetzt entschlüsselten Ciphertext, den nur du hättest entschlüsseln können, zurück zur NSA und damit dann haben sie den Plaintext. Genau, aber den kennen sie ja schon, weil sie den verschickt haben. Nee, die haben hier einfach nur den verschlüsselten Text reingetan. Sie können bei einen nehmen, der für mich intendiert ist, aber nicht von Ihnen. Genau, exakt das. Sie können da beliebiges Kryptzeug reinstecken, von dem sie glauben, dass du es entschlüsseln kannst. Dein Mail-Client geht hin und sagt, oh, das ist Krypto, das gebe ich mal in die Krypto-Routinen. Die Krypto-Routinen sagen, ha, das ist für dich, willst du es entschlüsseln? Du sagst ja oder dein Rechner sagt automatisch ja und sagt dann, hier ist Plaintext, das entschlüsselt, wird reingezackert, der Image-Tag greift und du hast quasi für die NSA das Zeug entschlüsselt. Aber es setzt voraus, dass ich von der NSA den Public Key bei mir drin habe. Nee. Du brauchst nur deinen eigenen Private Key, um Dinge zu entschlüsseln, die für dich gedacht sind. Stell dir folgendermaßen vor, ich schicke dir eine verschlüsselte Mail, ja. Die NSA fängt die ab. Will die lesen, ganz aber nicht. Das heißt, was bei dir ankommt, ist eine Mail mit Krypto drin, du entschlüsselst sie, weil du sie lesen willst. Ja. Und dann zeigt der Mail-Client, nachdem du gesagt hast, ich will das entschlüsseln, zeigt der Mail-Client dir das an. Jetzt geht die NSA und sagt, wir würden das auch gerne lesen. Wir schicken ihm dieselbe Mail nochmal, ja. Aber wir tun halt den einen MIME-Block hier davor und den anderen MIME-Block da dahinter. Das kommt dann bei dir an. Dein Mail-Client erkennt, das ist eine verschlüsselte Nachricht, also das in der Mitte ist verschlüsselt an dich, fragt dich, möchtest du es entschlüsseln? Im besten Fall, oder fragt dich halt nicht und macht es einfach. Ja.
dann wird es entschlüsselt. Der meine Parser sagt, okay, das hier ist Plaintext, das hier ist Scripted Text, da habe ich jetzt den Plaintext zu, klebt es hinten dran und das wieder Plaintext, klebt auch hinten dran. Das heißt, du hast jetzt quasi den Text, den Plaintext, Image Tag, dein entschlüsselter Text, den du entschlüsselt hast, Image Tag zu, das wird an den HTML-Renderer gegeben oder an den Mail-Client, der es halt rendert und der sagt, das ist HTML. Der weiß ja nichts davon, dass das Plaintext ist und vorher Cryptext war. Der sieht ja diese Malgrenzen überhaupt nicht mehr. Ja. Und sagt dann, okay, das rendere ich und telefoniert dann halt über den Image-Tag einfach die komplette Nachricht raus. Ich ging immer davon aus, dass mindestens GPG, PGP so clever ist, dass es checkt, ob das auch von der Person ist. GPG sieht es nicht. GPG sieht nur diesen Teil hier. GPG hat keine Chance, da irgendwas gegen zu tun. Das Problem ist der Mail-Client. Der gibt ja erstmal die komplette Nachricht. Yeah. Eben das nicht. Er gibt nur den Teil raus an GPG. Ja. GPG sieht den und den überhaupt nicht. Das hat GPG weiß dann auch nicht, kann ich verifizieren, ob das von a.b.irgendwas ist. Genau. GPG kriegt nur, das ist ein Blob Cryptext. Kannst du den entschlüsseln? Wenn ja, kümmere dich und gib mir den Plaintext. Das ist alles, was GPG da macht. Okay. Mehr passiert da nicht. Also, für mich war es selbstverständlich, das ist halt ein Missverständnis, aber für mich wäre es selbstverständlich, dass immer verifiziert ist, ob es von der Person ist, die behauptet. Kannst du grundsätzlich nicht. Also ich könnte jetzt unsere Demo auspacken, wo wir auch von beliebigen Adressen an dich irgendwelche Dinge schicken können. Die einzige Variante, wie du garantieren kannst, dass eine Sache, dass eine Mail wirklich von mir zum Beispiel kommt, ist, wenn ich eine Signatur dran mache und GPG die prüft. Aber es liegt wiederum an deinem Mail-Client, was er eigentlich alles an GPG durchreicht. Und wenn er sagt, das ist hier, das ist Text-Plain, da hat ja GPG nichts mit zu tun, das reiche ich gar nicht erst an die GPG weiter, dann no chance. Du musst ja nicht signieren. So, wer war zuerst? Okay. Meine Frage war so ein bisschen, deswegen ist komisch war, dass mein Browser beim, oder nicht mein Browser, mein E-Mail-Client den Ciphertext und irgendwie komischer kryptischer Header-Text davor automatisch zusammenschmeißt. Also der muss ja. Ah nee, das liegt an dem meinen Standard, dass der nur guckt, okay, da ist vor zu Ende und das ist Header, genau. Deswegen bin ich richtig. Genau. Und er schaut. Okay. Ja, also mein ist quasi dazu gedacht, mehrere Teile mit unterschiedlichem Encoding aneinander zu hängen. Mhm. Ja. Also vielleicht habe ich zwischendurch nicht damit aufgepasst, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Der Mind-Parser läuft ja vor dem HTML-Parser. Ja. Warum ist das nicht an den Boundaries schon ausreichend zerlegt? Also wie verhindert der Angriff, dass der Mail-Client korrekt an diesen --5 zerlegt? Tut er ja erstmal nicht. Ja, aber wenn ich, also eine normale Multipart-E-Mail hat ja irgendwie zum Beispiel einen HTML-Teil und einen Plaintext-Teil. Ja. Und jetzt geht der Mail-Client erstmal her, den Boundaries, splittert das auf, guckt sich die an, ja, und gibt mir die dann einzeln zur Anzeige. Macht er nicht unbedingt. Wenn du zum Beispiel ein Bild als mein drin hast, zeigen viele Mail-Clients das quasi inline an, auch wenn das so ein Plain ist. Also das macht im Mail-Client nicht unbedingt. Das hängt jetzt von der Implementation der Darstellung zusammen. HTML-Mails sind auch keine vollwertige HTML-Seite. Die sind teilweise einfach nur so ein Image-Tag oder nur so ein. Das ist klar. Die Frage ist aber mir, warum dieser Image-Tag überhaupt mit dem Einwurf wird runtergenommen, wenn die Phase wird, wo die doch. Also der einzige, also Mail-Client, den ich kenne, der das überhaupt nicht macht, ist Klaus Mann. Der die ja wirklich separat. Ja, tatsächlich. Aber trotzdem würdest du ja erwarten, dass er erst an den --5 teilt und nur den oben und dann überhaupt den HTML-Render gibt. Ja. Ja. Also die Frage ist ja, warum er unterschiedliche Dateien, die zwar erstmal zusammengeklatscht sind, nicht einzeln an den HTML-Render gibt. Also warum nicht der erste Block mit dem Image-Source einfach an den HTML-Render gegeben wird, dann der Rest einfach an GPG und wird so angezeigt, und der letzte Teil wieder an den HTML-Render, ohne dass die Teile zusammen gemacht werden. Meine Vermutung ist tatsächlich, also ich weiß es nicht, und meine Vermutung ist, dass es einfach ein Convenience-Feature ist. Du kannst irgendwie hier, der erste MIME-Teil, wenn du irgendwie eine Corporate-Mail verschickst, der erste MIME-Teil ist immer der Corporate-Header, und dann hast du irgendwie den Text, den irgendwie der Mitarbeiter dir geschickt hat, und dann hast du irgendwie das liebe Grüße, hallo ich,
und das wird halt einfach zusammengebatscht, weil alle, wenn es alles Text ist, kann es ja theoretisch auch alles auf einmal anzeigen. Das ist meine Vermutung. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht. Clausemail macht das tatsächlich, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, ob Clausemail Text zusammenlegen würde. Nein. Nee, ne? Macht es auch gar nicht. Nein, also die Rückseiten Mails, ja, wo mehr existieren, aber ja. Clausemail macht die Mindtypes komplett separat. Separat. Fun Fact, in dem Paper haben die Autoren auch eine Liste von Affected Mail Clients und Clausemail ist einer von irgendwie dreien, die tatsächlich komplett gar nicht betroffen sind von dem Problem. Was genau durch dieses Verhalten kommt, weil Clausemail eben sagt, ja, das zeige ich separat von dem und von dem an und niemals gleichzeitig. Und Clausemail macht überhaupt kein HTML-Rendering, aber das ist noch eine Sache. Aber selbst wenn Clausemail... Das ist das größere Problem. Was? In Arch. Genau, also das, Clausemail rendert tatsächlich gar nicht mehr. Wenn Clausemail noch rendern würde, würde das trotzdem, würde der das zusammentackern? Ich weiß nicht, wie das damals gemacht hat. Also Clausemail-Nutzer? Vor allen Dingen einen Knopf gehabt für, Achtung, hier sind Remote Resources, willst du die überhaupt laden? Das ist so das, der erste Punkt, ist, du musst aktiv klicken. Jetzt spoiler doch nicht die Mitigation Strategies. Das hat doch jeder E-Mail. Nein, das hat jeder. Outlook nicht. Ja, genau das. Also, genau. Hätte Clausemail das damals tatsächlich, wenn ich gesagt hätte, Load Remote Resources komplett gerendert? Als einen Block? Weißt du das? Zweifel ich. Okay. Der hat das irgendwie zu. Man müsste das mal abgucken, wie er das macht, weil wenn man die Mail anguckt in der Übersicht quasi, dann werden ja auch Inline-Bilder mit angezeigt unter dem Text. Aber ich weiß ja nicht, wie dieses Widget funktioniert, was dieses Widget macht. Also das, aber ich vermute, dass er das extern irgendwo herholt und dann da zusammensetzt irgendwie. Okay. Als Pixelklötze und dann, keine Ahnung, irgendwie sowas. Genau. Okay, darf ich noch eine Frage? Ja, läuft auf selben hinaus. Okay. Weitere Fragen at this point? Anmerkungen, sonst was? So, da ist natürlich die Frage, was kann man dagegen tun? Und die Variante, um diesen Angriff jetzt total ins Leere laufen zu lassen, ist erstmal zu sagen, wir zeigen die Mindtypes komplett getrennt an. Spannenderweise, da könnte man sich denken, ist ja easy, macht Clausemail ja schon lange so, gibt aber tatsächlich ein Problem. Nämlich, man kann diesen, wenn man Pech hat, kann man diesen Image-Tag auch einfach in den Ciphertext reinschummeln. Und dann hat man zwar nur einen Mindpart, aber der Angriff funktioniert genauso. Das Einzige, was ich dazu haben muss, ist, die Verschlüsselung muss ein AES mit CBC-Cipher, also CBC ist ein Modus, in dem AES operieren kann zum Beispiel. In dem Modus kann ich, sofern ich den Verschlüsselungsschlüssel kenne, kann ich einfach sozusagen die Bytes in den Ciphertext übermalen mit dem, was ich da drin stehen haben will. Ich kann das zwar nicht entschlüsseln, aber ich kann sozusagen verschlüsseln und drüber malen, das tut. Und das wird auch immer wieder sauber entschlüsselt. Das heißt, ich kann einfach sagen, ich nehme mir nur diesen Part, wenn ich den entsprechenden Schlüssel habe, verschlüssel ich quasi diesen Image-Tag, mal den vorne rein, mal den schließenden Image-Tag hinten rein und habe sozusagen denselben Angriff in einem einzigen Mime-Block. Das heißt, wenn man da keine Temporary Protection hat, was S-Mime per se überhaupt nicht hat, ist man halt geboost. Was PGP tatsächlich, oder was GNU-PG in diesem spezifischen Fall tatsächlich hat, die haben diese Temporary Protection, und zwar seit ungefähr 2000. Das heißt, was GNU-PG macht, ist, wenn das quasi, das macht quasi eine Prüfsumme hinten dran, und wenn die Prüfsumme am Ende nicht mehr stimmt, sagt es, ja, das kann ich entschlüsseln, aber das ist irgendwie hier Integrity Protection failed, da ist irgendwas kaputt. Bisher war es so, dass alle Mail-Clients, oder dass die meisten Mail-Clients gesagt haben, Integrity Protection ist kaputt, ist mir egal, ich zeig's trotzdem an. Mittlerweile tue ich es nicht mehr. Genau, es mittlerweile meint, heißt? Mittlerweile heißt seit Montag. Beziehungsweise, das ist schon ein bisschen früher, also die Autoren haben Responsible Disclosure gemacht und den Mail-Client, den allermeisten Mail-Clients quasi, also allen, die sie kannten vermutlich,
die Information vorher gegeben, das heißt, Patches durften hinreichend weit vorne sein. Enigmail hat zum Beispiel das Problem schon vor 3 Monaten gefixt. Sie haben es nur im Changelog nicht als explizit markiert, um sozusagen anderen auch noch die Gelegenheit zu geben, das zu fixen, ohne dass jeder von der Lücke weiß. Aber GloopPG hat da tatsächlich seit irgendwie 2000 schon Gegenmaßnahmen drin. S-MIME hat die halt einfach mal nicht. S-MIME zu fixen wird spaßig. Führe einen neuen Standard ein und du hast N+1 Standard. Wir kennen das Problem ja. Genau, aber die momentan am meisten verteilte Mitigation-Strategie ist einfach zu sagen, naja, wenn mir mein Mail-Client halt das HTML rendert, dann soll der bitte einfach keine Remote-Ressourcen nachladen. Das macht Clausmail grundsätzlich nicht. Das macht Thunderbird by Default auch nicht. Da muss man klicken, click here to load remote resources. Apple Mail macht es standardmäßig. Man kann es in Apple Mail aber abschalten und dann kriegt man auch diesen expliziten Load Remote Resources Knopf. Ja. Und nicht nur das, sondern erst ganz am Ende der E-Mail, was lustig ist. Man kann es nicht oben, sondern es ist erst ganz, ganz unten am Ende der E-Mail. Wo er die Remote Resources lädt. Genau. Ah, das ist auch noch spannend. Ja. Es macht es also für solche Sachen, man muss erst alles durchgucken. Ja. Bevor man laden kann. Ja. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht, aber also es hat mich genauso oft gefreut wie genervt. Ja, das war. Genau, also bei den meisten Mail-Clients kann man das tatsächlich abschalten. Bei Outlook muss man sich eine Schaufel und eine Spitzhacke nehmen und sich irgendwie in die Windows-Einstellungen runtergraben, glaube ich. Last time I checked, ich bin mir nicht ganz sicher, ich benutze kein Windows. Aber es geht in allen E-Mail-Clients. Ob alle E-Mail-Clients einem diesen Knopf geben, Load Remote Resources hier, ist natürlich die andere Frage, weil User Convenience und so, Leute wollen halt irgendwie ihr HTML sehen. Aber das ist sozusagen die Mitigation für den vorgestellten HTML-Angriff. Sowohl für die Variante mit dem zusätzlichen MIME-Blöcken, als auch für die Variante, wo wir tatsächlich den Open Image Tag in den Ciphertext reinstecken. Das Problem ist allerdings, eigentlich ist dieser Angriff ja nicht, wir machen hier so einen Image Tag und dann den Text rein, sondern den Image Tag wieder zu. Eigentlich ist der Angriff ja mehr einer von der Sorte wir haben Attacker-Controlled Content, dann haben wir Plaintext der mal encrypted war. Und dann haben wir wieder Attacker-Controlled Content. Das ist für Clausmail ist das kein Problem, weil Clausmail die drei sowieso alle getrennt anzeigt. Aber alle E-Mail-Clients, die tatsächlich die drei aneinander batschen würden und die dann sozusagen als eins anzeigen, selbst wenn man den HTML-Load-Remote-Content ausmacht, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass es natürlich andere Side-Channels gibt. Das heißt, Entwarnung ist damit leider noch nicht gegeben, weil man ja sowas machen könnte wie, keine Ahnung, Automated PGP-Key-Signatur-Lookup auf einem definierten Server, was glaube ich mittlerweile geht, oder irgendeine Remote-Code-Execution-Lücke, die man irgendwie hier triggert und hier irgendwie so zumacht, dass das Zeug, dass sozusagen unser Plaintext in der Remote Code Execution mit drin ist und dann ist meine Remote Code Execution halt einfach ein Send to IRC oder so. Das heißt, wird spannend. Man kann sozusagen nur hoffen, dass da nicht irgendwie noch andere Lücken auf uns warten, die tatsächlich dann auch ein Risiko für diese Art von Angriff darstellen, worüber man möglicherweise tatsächlich auch Ciphertext decrypten kann. Das könnte unter Umständen einer der Gründe sein, warum die EFF sich tatsächlich in ihrem Blogpost dazu entschieden hat, den temporären, aber sehr konservativen Step zu wählen. Macht mal PGP kurz aus und macht automatische Entschlüsselung von Krypto mal kurz generell aus, bis wir Zeit hatten, uns das Problem mal so richtig anzugucken. Da war eine Frage? Ja, oder eine Frage, Anmerkung? Die sich mir stellt, wo ich selber nicht dazu kam, das mal nachzugucken. Wenn die ganze E-Mail jetzt PGP-MIME ist, also sprich Multipart-Encrypted und Signed. Ja. Geht das dann überhaupt noch sinnvoll? Weil ich meine, ich kann ja in so eine Multipart-Encrypted-Mail, kann ich ja nicht einfach was injecten, ohne dass es in der Hook-Up geht.
Aber du könntest doch den Multipart Encrypted einfach als einen von den Mindparts nehmen, oder nicht? Ja gut, ich könnte es verschachteln, ja. Genau, du könntest es verschachteln. Das ginge, ja. Und dann wärst du wieder, da. Ja, wahrscheinlich. Also, ja, weiß ich gerade nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass das dann so läuft. Möglich, ja. So, dass die Signatur nur ein Segment betrifft. Ja. Was du natürlich machen könntest, ist, dass, also das Problem ist, auf Mailclient, also die Verschlüsselungsroutinen, haben wir gerade festgestellt, haben überhaupt keine Chance, da irgendwas gegen zu tun. Das Beste, was sie tun können, ist das, was GnuPG macht, nämlich irgendwie eine Temper-Resistant Prüfsumme drauf zu tackern, was sie ja auch schon irgendwie seit 2000 machen. Was du aus Mailclient-Perspektive hast, du natürlich ein Problem, denn das ist ja alles valide. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, wenn sozusagen irgendwo geschachteltes MIME ist, mache ich halt einfach nicht, dann brichst du halt auch potenziell, also wenn das ein valides MIME ist, brichst du halt auch valides MIME. Also du hast tatsächlich kaum Möglichkeiten, das jetzt standardkonform zu fixen, außer man macht es so wie Closemail und zeigt die einzelnen MIME-Teils wirklich komplett separat an und lässt niemals aufeinander los. So wie ich das momentan sehe. Es gibt natürlich noch ein verwandtes Problem in der Sache. GnuPG hat zwar 2001 dieses MDC eingeführt, aber es ist erstens damals nicht per Standard angewiesen, ja. Und B, beim Empfang nicht per Standard, haben sie halt sich sehr, sehr lange gewehrt, glaube ich bis 2016 oder so, überhaupt zu failen, wenn das nicht funktioniert hat oder ob er das nicht da war. Das Problem ist... Also sie haben halt irgendwie ewig rumgedruckst, irgendwie MDC quasi verpflichtend zu machen. Ja, okay, verpflichtend ist es nicht, weil halt, die Displex sagt, ist optional. Genau. Genau, das ist aber natürlich irgendwie generell so ein Ding, das haben wir bei TLS natürlich bis 1.2 gesehen, dass es das irgendwann auf die Füße fällt. Zwischenzeitlich weiß man das. Das wäre natürlich für so ein Zeitpunkt wieder so für die Zukunft, wenn einem schlaue Dinge einfallen, so ey, wir können das irgendwie härter machen, dann macht es bitte zeitnah zum Standard, und zwar bitte innerhalb von einem Jahr oder so, und alle alten, wer halt irgendwelche Gammelsoftware rumfährt, der darf halt zu Hause bleiben. Das Problem mit dem, wenn es kaputt ist, nicht failen, sondern nur warnen, ist ja ein anderes. Ja. Dass sie zwar sehr gut failen, wenn du mit GPG eine Datei entschlüsselst, bei der es fehlt, aber wenn du das über eine Pipe nutzt, nicht failen können, weil sie sonst... Weil nicht standardkonform sind. Bevor sie das Wissen hier ausgeben und sonst den kompletten Plaintext im RAM halten müssten und da du GPG für beliebige Prozessoren verwenden kannst, geht das nicht. Ja. Deswegen können sie da nicht failen. Also erst ganz am Ende. Und wenn dann das Failen ignoriert wird, dann können sie halt wirklich nichts führen. Ja. Und das ist tatsächlich eine Sache, die auf Mail-Client-Seite passieren muss, weil es da einfach darum geht, das ist halt der OpenPGP-Standard, und der Mail-Client muss sich dann halt entscheiden, dass er halt einen gewissen Punkt mit dem OpenPGP-Standard nicht mehr folgt. Was tatsächlich jetzt mittlerweile in EnigMail zum Beispiel, glaube ich, der Fall ist, ich weiß nicht, wie sie es signalisieren, aber EnigMail verhält sich mittlerweile so seit Montag, also wie gesagt, Montag minus 3 Monate, anders, wenn GnuPG tatsächlich die Warnung rausgibt, hier ist die Prüfsumme ist, oder das MDC ist kaputt. Ich habe tatsächlich nicht nachgeguckt, was sie da genau tun, aber wenn ich jetzt raten müsste, ohne es zu wissen, sie werden wahrscheinlich irgendwie eine Warning anzeigen, von wegen, möchtest du diese Nachricht wirklich anzeigen, weil Gründe oder so. Aber das ist dann eine Sache, die muss man, das gesamte Problem muss leider auf Mail-Client-Ebene gefixt werden, und gerade für S-MIME ist es halt kaum fixbar, ohne... Entweder hat er ohne, also das Setup hier ist nicht wirklich fixbar, ohne den Standard zu brechen. Benutzt ihr jemand S-MIME? Ich kriege manchmal E-Mails damit. Ich kriege immer so komische Warnungen. Ja, ich habe einfach morgen auch immer S-MIME. Ich glaube, ich habe irgendwo einen Key. Ich habe tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, mir einen S-MIME-Key zu besorgen, weil halt S-MIME, im Gegensatz zu GnuPG, ist S-MIME tatsächlich erfüllt die Auflagen für verschlüsselte Kommunikation mit offizieller digitaler Signatur und Scheiß, dass du tatsächlich eine Unterschrift ersetzen kannst durch eine digitale Signatur, dass du mit Behörden kommunizieren kannst. Das geht alles nur über S-MIME, weil nur S-MIME den juristischen Erfordernissen entspricht, die das Gesetz vorschreibt. Sie haben leider nicht so, wie sie es bei DE-Mail gemacht haben, für so PGP, also auch einfach reingeschrieben, PGP ist gut genug, das haben sie ja bei DE-Mail gemacht, die Krypto ist völlig scheiße, aber sie haben irgendwie reingeschrieben, DE-Mail erfüllt nach unserer Definition die oben genannten Requirements, die es technisch nicht erfüllt.
Hätte man für OpenBGP auch machen können, haben sie aber nicht. Deswegen, das ist halt scheiße genug. Es meint tatsächlich, wenn du in einem offiziellen Umfeld unterwegs bist, meistens der einzige gangbare Weg, wenn du Krypto haben willst. Ja. Das heißt aber, eigentlich ist es ja kein Bug, sondern nur eine ungünstige Verkettung von Technologien, weil man könnte es ja durchaus als Feature sehen, dass ich sage, das ist schon nicht Standard-Uniform. Aber es könnte doch sein, dass ich eine verschlüsselte URL in mein Image machen möchte, weil ich da vielleicht irgendwelche Naked Pics verschicke und ich möchte, dass man die angezeigt bekommt. Das heißt, ich könnte eine Rundmail schicken und nur eine Empfängerin würde die Pimmelbilder angezeigt bekommen, weil nur ihr Client das entscheidet. Das Problem ist tatsächlich, bist du dir sicher, dass das nicht standardkonform ist? Das Problem ist, ich dachte, dass Mail-Clients halt genauso wie Webbrowser halt sehr lazy sein müssen im Standard, damit Mails möglichst viele Mails halbwegs ordentlich angezeigt werden. Ja, das ist eben die Frage. Also wenn du halt durch den MIME-Layer durch bist, ist das ja valides HTML. Also ich habe jetzt den HTML-Header oder so weggelassen, aber das ist ja ein valider Image-Tag, oder nicht? Okay, das muss ich tatsächlich mal nachschauen, ob man mal zusammenpacken darf eigentlich. Ach so, das meinst du? Ja. Gut, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Eigentlich, also nach meinem Verständnis nicht, aber... Nein, das ist halt Faulheit, weil sie nehmen, weil wahrscheinlich viele Mail-Clients einfach sowieso eine HTML-Rendering-Engine nehmen, um den Message-View zu rendern. Ja, dann kann man auch Text rein. Ich habe davon so Details keine Ahnung, aber sollte man, also wenn so ein Ding als HTML-Ding markiert ist, dann sollte man HTML-Interpreter oder wer auch immer nicht auch gucken, ob alles wieder daran zugeht, was darin aufgeht. Du meinst, dass er einfach hier sagt, das ist ein HTML-Teil. Und der Block fällt ja weg. Das Problem ist, hier steht Text HTML drin, hier steht irgendwie Text HTML drin oder sogar Text Plain und der HTML-Parser sieht nur, das ist HTML. Das Problem ist, der Renderer sieht das ja erst, nachdem das ganze MIME schon weggewuchselt ist. Der Renderer sieht ja das MIME nicht. Genau, der Renderer sieht das MIME nicht. Das heißt, der Renderer sieht nicht, dass das ein unvollständiger Image-Tag ist, sondern in unserem Use-Case, oder was heißt hier Use-Case? Use-Case nur für ganz bestimmte Regierungs- und Nicht-Regierungsorganisationen, ist das hier ja, was wollte ich jetzt sagen, auf jeden Fall in alle Fälle, ist das quasi ja ein valider HTML-Image-Tag. Nachdem, also wenn du das ganze MIME drum wegtust, ist das halt nur noch Image-Tag auf, ja. Dingens Image-Tag zu. Ja, ich dachte noch ganz zusammenfassend mit, wenn man die MIME-Blöcke einzeln rendern würde, das heißt. Ja, das ist richtig, du könntest die MIME-Blöcke entweder einzeln rendern oder du könntest tatsächlich irgendwie total empfindlich darauf reagieren, wenn sozusagen was du quasi sagst, ist, wenn der Content-Type irgendwie ein bestimmtes ist und der Content verhält sich nicht nach dem Content, nicht so wie der Content-Type das angeht und dann machst du erstmal Bailout und tust gar nichts mehr. Das Problem ist, dann kannst du ungefähr alle E-Mails nicht mehr benutzen, die irgendwann mal durch einen Outlook-Exchange gegangen sind. Ja, Outlook-Exchange geht tatsächlich hin und wenn du eine PGP-MIME-Mail hast, geht Exchange hin und sagt, Content-Type PGP-MIME, kenne ich nicht, ich schreibe da Text-Plain rein. Gib die weiter und... Enigmail in Thunderbird hat einen Knopf, wenn sowas passiert, wo tatsächlich drin steht, so ungefähr, diese Mail ist möglicherweise durch den Outlook Exchange, durch den Microsoft Exchange gegangen. Wenn du diese Mail nicht richtig anzeigen kannst, drücke auf hier reparieren, dann drückst du auf hier reparieren und plötzlich tut's wieder. Das ist ja toll. Also es gibt in Enigmail ein Feature, repariere kaputte Mails, die irgendwann mal durch den Exchange gegangen sind. Aber ich meine, das ist doch immer noch mindestens ein Problem des Verfahrens von den Mail-Clients, dass diese Blöcke nicht getrennt behandeln. Ja, also wenn du die Blöcke komplett getrennt behandelst, dann hast du sozusagen hier sozusagen zumindest den Attacker-Control-Content von deinem Cypher-Tag idealerweise getrennt und dann sollten hoffentlich die allermeisten Lücken, die du dafür oder die allermeisten Varianten, die du für so eine Art von Exfiltration benutzen kannst, ins Leere laufen. Ich habe noch nicht hundertprozentig verstanden, wie das mit dem ich überschreibe Dinge im Cypher-Tag funktioniert. Also im Wesentlichen, du hast, die Idee dahinter ist folgendes, du hast irgendwie Ciphertext und Ciphertexte sind so Blöcken. Also du verschlüsselst den blockweise. Und
Es gibt jetzt verschiedene Modi, in denen du so eine Verschlüsselung machen kannst. Es gibt zum Beispiel den, ich habe vergessen, wie er heißt, aber es gibt diesen großartigen Beispiel, da hat jemand, du kennst ja sicherlich den guten Tux, diesen Pinguin von Linux. Es gibt eine bestimmte Variante von einem bestimmten Modus von AES, das ist irgendein Textbook-Modus. Du jagst ein Bild von Tux durch den Modus und weil der sozusagen jeden einzelnen Block unabhängig voneinander verschlüsselt, siehst du immer noch, jetzt irgendwie mit Rauschen oder so drüber und anderen Farben, aber siehst du immer noch genau die Konturen von diesem Tux. Und das ist eben, deswegen gibt es verschiedene Modi. Es gibt zum einen den Modi, dass sozusagen für nachfolgende Blöcke immer sozusagen der Block davor als Seed benutzt wird, damit sozusagen jeder Block irgendwie einen anderen Seed bekommt und dem sowas nicht passiert. Oder du kannst halt sagen, du machst das halt nicht und dann sind die Blöcke halt komplett voneinander unabhängig. Dann kannst du aber auch hingehen und einfach sagen, du schmeißt halt die ersten zwei Blöcke raus und übermalst die einfach mit zwei neuen Blöcken. Das ist so die Grundidee von der Art Attacke. Und normalerweise in so einem MIME, in so einem verschlüsselten MIME, wenn du da, da gab es glaube ich, man konnte diese ersten beiden Blöcke relativ gut raten, weil die ersten beiden Blöcke oder die ersten paar Bytes sind normalerweise irgendein Encoding-Type. Ja, das müsste wahrscheinlich der Encoding-Type sein. Also du hast den Ciphertext, den entschlüsselst du und dann ist das erste, was da drin steht, Encoding-Type bla blub von dem Encoding-Type, der dann tatsächlich in den Plaintext ist. Also du kannst ja das Ganze erst durch Base64 schieben und das dann erst verschlüsseln. Das heißt, du kannst einfach sagen, die ersten paar Buchstaben sind Encoding-Type und dann malst du halt einfach da was drüber. Gibt es irgendein valides Einsatzszenario für das Zusammenstückeln von diesen Content-Blöcken, diesen MIME-Blöcken? Ja, du kannst einfach sagen, okay, ich habe halt irgendwie mein viele E-Mails an SAP-Pool-System und was das halt macht ist, das macht mir halt irgendwie unter jede Mail so meinen Corporate-Header und dann hat er irgendwie so in der Datenbank hat er die fertigen MIME-Parts, macht einfach hier den ersten MIME-Part rein und der zweite MIME-Part ist dann sozusagen aus der Datenbank das Header-Bild von der Abteilung, von der das kommt. Dann kommt der MIME-Part, dann macht er den Image-Tag zu und dann macht er irgendwie den eigentlichen Text von dem Typi, der da irgendwie eine Mail schreibt. Bis dann. Und also, das wäre halt sehr kaputt, aber du könntest das schon so machen. Ich meine, die Frage ist nicht, ob man es so machen könnte, sondern wird es so gemacht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Was genau meinst du? Also, ich meine, du hast gerade von verschiedenen Abteilungen geredet, die dann da unten, also quasi eine Tastatur. Warum ist das alles in einem Source-URL? Nee, also du hast quasi, das SAP-System macht dir irgendwie hier quasi den Header rein. Der zweite MIME-Teil ist sozusagen abteilungsspezifisch einfach nur die URL, von der er sozusagen den Header nachladen soll. Und dann macht irgendwie das SAP-System wieder zu. Das ist ja kein Problem. Das Problem ist ja wirklich nur, dass der HTML-Renderer über mehrere drüber gehen muss. Ja, genau. Das Problem wäre auch dafür eine Anwendungsweise gedacht. Ach so. Wenn das die Frage war, also kommt halt drauf an. Du hast natürlich in gewisser Weise das Problem. Das Problem hatte glaube ich, Apache so ein bisschen mit HTTP. Apache war immer sehr, sehr wohlwollend, was das Akzeptieren von HTTP angeht. Roch ein bisschen nach HTTP, hat Apache irgendwie parsen können, hat Apache das gefressen. Und das, die Folge davon war, dass Leute irgendwie gedacht haben, HTTP ist ja easy, ich schreibe mir meine eigene HTTP-Engine, funktioniert gegen Apache, funktioniert bestimmt auch gegen alle anderen. Funktioniert halt nicht gegen alle anderen. Und wenn du aber dann erstmal hingegangen bist und es hat sich sozusagen eine Konvention gefestigt und die hat sich halt in einem hinreichend großen Teil der Nutzerschaft gefestigt und dann gehst du hin und sagst, das ist aber nicht standardkonform, das machen wir jetzt nicht mehr so und dann brichst du halt irgendwie den Workflow von diversen Leuten. Was wäre das denn da? Also ich habe keine Ahnung. Wirklich innerhalb eines Tags in HTML. Oder innerhalb eines Textes. Ich sage nicht, dass ich da irgendwie verteidigen möchte, dass jemand das macht. Also ich sehe nicht mal einen Anwendungsfall, wo das sinnvoll sein könnte. Nein, ich muss nicht. In dem HTML-Ding steht, bitte folgenden Text in Cat-Farben anzeigen. Oder? Warum muss das in einem anderen Markup stehen? Ich weiß nicht, ob Joker, du musst das so sehen. Hast du schon mal jemals wirklich kaputt implementierte Software gesehen? Ja. Ich schaue mir Mails an, die von außen kommen. Richtig. Ich habe das sowas. Ich du hast sowas. Nein, ich habe es nicht gesehen. Der Punkt ist halt. Ganz viel kaputt geschrieben.
Scheiße gesehen, HTML-Mails, aber das nicht. Ja, genau. Also ich will nicht sagen, dass das gemacht wird, aber ich will auch nicht ausschließen, dass irgendwer auf die Idee kommt, es so zu machen. Das ist dann vielleicht nicht gut, aber das hält garantiert irgendwie Leute nicht davon ab, es zu tun. Jo. Es gibt in HTML, es gibt generell in E-Mail so ein System, was irgendwie so neben dem HTML-Standard eingeführt wurde, bei dem man sozusagen Anhänge mit einer ID versehen kann und die dann genau in solchen Image-Tags wieder referenzieren kann. Und das ist halt irgendwie so an dem eigentlichen Standard dran vorbeigebaut, aber irgendwie, das war irgendwie so die erste Version von, wir können Bilder in E-Mails anzeigen, ohne dass wir HTML bauen müssen. Aber auch da hast du das Bild komplett getrennt vom anderen. Ja, yeah, es wird dann halt in den Kontext des anderen irgendwie embedded. Genau, nur das ist der Parser. Das ist dann nicht mehr. Nee. Also ja, du legst das Bild irgendwo anders ab. In derselben E-Mail. In der gleichen E-Mail in einem anderen Anhang. Und referenzierst dann einfach nur irgendwie die ID davon. Und dafür muss das zusammengeklatscht werden. Das muss es nicht notwendigerweise, aber das wird man wahrscheinlich der Einfachheit halber oder so machen. Ich möchte mal ein Beispiel sehen, wo sowas in der Lücken, also auch in diesem Fall. Das war mal so zu AOL-Zeiten üblich. Ja, genau das, was die Leute da machen. Sie wollen irgendwie ihr ergammliches Firmenlogo in der E-Mail anzeigen, ohne es in der E-Mail mitzuschicken. Stattdessen kannst du eben das Firmenlogo als Anhang mit Content Disposition Attachment ankleben und so kriegt das so eine Content-ID und dann schreibst du als IMBSRC gleich CID Doppelpunkt irgendwas und dann wird das da angezeigt. Das funktioniert einmal frei. Darüber können wir auch die Das erklärt ein bisschen, warum wir das wahrscheinlich alles gesagt haben. Zusammensetzen, oder kann man sich besser. Das könnte man auch tun. Dann würde ich sagen. Also ich kann gerne weiter moderieren, ansonsten können wir auch sagen, wir machen hier zu und diskutieren den Rest sozusagen in kleineren Kreisen. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und wünsche noch einen angenehmen Pause.